Es ist wunderbares Wetter, etwas windig hier oben, wo wir stehen. Hinter uns läuft gerade die zweite Trainingseinheit des DSC Arminia Bielefeld hier in Spanien. Ja, unterwegs auf dem Gelände des Mannschaftshotels von Arminia Bielefeld hier in Benidorm mit Julian Börner. Er ist wieder bei uns. Wir freuen uns sehr. Steht auch wieder auf dem Trainingsplatz, Julian, nach der Verletzung beim Spiel gegen Bochum am 4. Dezember. Hast du geglaubt, dass du so schnell wieder auf dem Platz stehen würdest? Ich habe es gehofft, aber ja, zwischen Hoffen und Glauben ist natürlich ein großer Unterschied. Aber die Reha ist ja, sehr gut verlaufen. Wir haben viel gearbeitet an den Feiertagen und ja, ich freue mich einfach sehr, dass ich jetzt wieder bei der Mannschaft bin und mit ins Trainingslager fahren durfte. Schulter-Eckgelenksprengung. Mir tut es schon weh, wenn ich das ausspreche, muss ich ehrlich sagen. Wie kann man da trainieren, ohne Angst zu haben? Ist das eine Typfrage oder worauf kommt es da an? Ja, wichtig ist einfach mal erstmal das grüne Licht vom Arzt zu haben, dass es wirklich, dass nichts passieren kann. Das ist erstmal so das Wichtigste. Ja, und ich glaube, dass das dann einfach eine Kopfsache ist. Es muss ein paar Mal rasseln, man muss ein paar Mal drauffliegen und wenn man weiß, dass es hält, dann kommt der Rest auch wieder von alleine. Aber ja, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich groß Gedanken darüber macht. Ich bin einfach ins Spiel gegangen. Ich habe gemerkt, dass es hält, dass es wieder Spaß macht. Gerade mit der Pille auf dem Platz, mit den Jungs macht es allgemein immer Spaß. Und ja, es hält. Ich bin glücklich und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es wird mindestens ein Testspiel geben hier in Benidorm mit Julian Börner. Ja. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich spiele, wie lange oder welches Spiel, das wird man sehen. Das entscheidet der Trainer letztendlich. Wir sind ja 20 Feldspieler. Ich glaube, da kriegt jeder seine Einsatzchancen, seine Möglichkeiten. Der eine vielleicht ein bisschen länger und der andere ein bisschen kürzer. Aber auf jeden Fall freue ich mich wieder, das Arminia-Trikot überstreifen zu dürfen und ja, auf dem Platz stehen zu können. Sportlich geht es also auf jeden Fall wieder aufwärts. Privat, wie man hört, könnte es auch fast nicht besser sein. Erzähl, was auf dich und auf deine Frau zukommt. Ja, es ist ja nichts Neues, sage ich jetzt mal. Meine Frau ist schwanger, jetzt im 5. Monat. Wir erwarten das Kind Ende Mai. Und ja, wir freuen uns tierisch drauf, sind total happy. Und so langsam, ja, ich will nicht sagen, beginnt die Vorbereitung, aber man schaut mal nach dem Kinderwagen, man schaut mal nach dem Kinderzimmer. Also es sind schon andere schöne Momente und ja, wir freuen uns tierisch drauf. Das heißt, privat wird eine Riesenverantwortung auf dich zukommen. Eine höhere Verantwortung bei Arminia Bielefeld hast du schon seit Sommer. Du bist in den Mannschaftsrat gewählt worden. Hat sich dadurch etwas verändert an deinem Standing, an deiner Position, an deiner Rolle innerhalb des Teams? Ich glaube, die mich kennen, die wissen, wie ich bin. Ob ich jetzt im Mannschaftsrat bin oder nicht, das ist, glaube ich, kein Unterschied. Wenn es was zu erzählen gibt, ob positiv oder negativ, dann bin ich immer einer, der den Mund aufmacht. Und ja, natürlich freue ich mich über das Vertrauen des Trainerteams und der Mannschaft vor allem, dass sie ja, mir das zutrauen, auch im Mannschaftsrat tätig zu sein. Aber letztendlich ändert das jetzt, sage ich jetzt mal, nichts. Ja. Arminia Bielefeld hat sich vor dem Trainingslager entschieden, zwei Spieler nicht mitzunehmen, Florian Dick und Daniel Brinkmann. Wie bewertest du diese Entscheidung? Ist das ein großes Thema innerhalb der Truppe hier in Benidorm? Also ein großes Thema ist das bei uns gar nicht. Das ist eine sportliche Entscheidung vom Trainerteam. Die haben das mit den zwei Jungs besprochen. Menschlich tut es mir natürlich leid. Wären die zwei gern dabei, aber der Trainer wollte mit einer kleineren Gruppe trainieren und wir akzeptieren das so und machen das auch, denke ich, ganz vernünftig auf dem Platz. Und ich glaube, wir haben zurzeit noch andere kleinere Baustellen, wo wir dran arbeiten müssen, wo wir hier die Ruhe und die Zeit haben, da wieder Fortschritte zu machen. Du sprichst es an, Arminia Bielefeld steht auf dem Relegationsrang auf Platz 16, hat 14 Punkte. Die Ausgangslage könnte besser sein nach dieser Hinrunde, ja, im Kampf um den Klassenerhalt. Julian, woran muss gearbeitet werden, damit es im Endeffekt was zu feiern gibt in Bielefeld? Ja, woran? Ich glaube, das haben alle gesehen. Wir müssen einfach wieder die Kompaktheit, gerade in der Defensive. Ich rede gerne vom letzten Jahr, wo wir im Winter die zweitbeste Defensive hatten. Ja, da müssen wir einfach zurückkommen mit über 20 Gegentoren jetzt in der Hinrunde. Das ist viel zu viel. Und ja, da müssen wir einfach
die Spiele, wo wir auch ja nicht schlecht gespielt haben, ich glaube, wir konnten jedes Spiel, ich sage jetzt mal Düsseldorf ausgeschlossen, waren wir auf Augenhöhe mit der Mannschaft. Und ja, die Chancen eiskalt nutzen, Tore machen und dann auch mal über den 90 Minuten in der Nachspielzeit hinten das Tor auch zumauern, dass die Punkte dann auch endlich mal bei uns bleiben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir als Mannschaft kompakt auftreten und von unserer Stärke, was uns die letzten Monate und Jahre stark gemacht hat, die Kompaktheit, der Defensivverbund, dann wieder ausschwärmen und uns Tormöglichkeiten rausspielen und dann auch die Tore machen. Hinten wieder stabiler werden, das Tore machen, dafür habt ihr jetzt ja noch einen neuen Spieler dazu bekommen, Sören Brendi. Wie bewertest du diese Verpflichtung? Welche Rolle kann Sören spielen bei Arminia? Ja, ich freue mich absolut über den Spieler Sören Brendi. Ich glaube, das ist eine absolute Verstärkung, nicht nur auf dem Platz mit seiner Erfahrung, sondern auch neben dem Platz. Ich sag mal, er ist ja lange schon dabei, da lernt man sich auch mal neben dem Platz kennen und menschlich ist das einfach ein total feiner Typ und ich glaube, er hat jetzt endlich nach Jahren im Profifußball die richtige Mannschaft. Das ist ein gutes Schlusswort für unser sportliches Interview. Wir genießen hier, das muss ich dazu sagen, den Ausblick auf Benidorm. Es ist speziell, Julian, hast du schon mal Gelegenheit gehabt, dir das hier etwas genauer anzugucken, was euch hier umgibt, die Hochhäuser, das Manhattan Spanien, sagt man ja auch über Benidorm. Wie gefällt es dir? Ja, man hat viel gelesen hier über Benidorm. So der erste Eindruck ist natürlich phänomenal. Es sind ja gefühlt 20 Grad, blauer Himmel, keine eisigen Temperaturen in wie in Deutschland. Die Hotelanlage, die Plätze, ja, ich glaube, bessere Voraussetzungen kann es für ein Trainingslager nicht geben. Und ja, jetzt müssen wir das als Mannschaft, als Verein einfach nur noch auf dem Platz umsetzen und ja, die nötigen Körner mit nach Deutschland nehmen. Und dann heißt es in Karlsruhe Gas geben. Vielen Dank fürs Gespräch.